Ja, und auch von mir ein herzliches Willkommen an Tag 3 vom Splatfest hier, fast schon live vom Grand Festival. Und wir sehen, es ist schon dunkel geworden und ich hoffe, man kann meine Stimme gut hören. Ich habe das Mikrofon jetzt an der Switch angeschlossen und falls nicht, dann werde ich es eben nachsynchronisieren. Ja, ich habe jetzt mit der Ansage gar nicht gerechnet, ziemlich cool. Ich schaue mich hier erstmal ein bisschen um und dann geht's in die drei Farbenkämpfe. Ja, los geht's. Wenn man mich vielleicht zwischendurch nicht mehr richtig gut hört, dann liegt das daran, dass das Mikrofon irgendwie, weil ich habe kein Headset, ich habe das Mikrofon einfach so von mir so. Ja, ich will jetzt erstmal hier rein. Oh, erstmal eine Dusche nehmen. Oh, ist das toll. Ist das toll. Und guck euch den Hintergrund an. Ja, oh, das ist doch richtig, richtig schön. Ich werde da noch ein Endlos-Video irgendwie machen, wo dann immer wieder so ein Flug läuft, wenn es in Vorschau ist oder irgendwie sowas. Ah, genau so muss es sein, genau so muss es sein. Die Welt ist bunt und nicht eintönig oder gehört auch nur einer Farbe, sondern wir sind bunt, wir sind zufällig und genau so ist auch Splatoon. So, ich will mich erstmal ein bisschen umgucken. Oh, man kann hier durch? Ah ne, das war ja da. Da konnte man ja nicht durch, oder? Immer noch nicht. Da ich noch mal hier. Jetzt ist es los. Ja, da warten irgendwie alle. Ja, hallo, guten Tag. Guten Tag. Nein, ich komme hier nicht durch. Ja. Oh. War da eigentlich immer ein Konzert? Ist da jetzt gerade nichts? Kann man da hoch? Nö. Okay, das ist neu. Das war gestern nicht. Und vorgestern. Aber hier im Hintergrund der umgedrehte Eiffelturm. Aber ich höre was. Ich höre Musik. Lecker. Da bedient ja ein Roboter. Das ist ja cool. Kocht ein Roboter. Wunderbar, cool. Ah. Oh, das ist auch neu. Ah, ja. Da muss ich ein Foto machen. Da muss ich ein Foto machen. Ja. Da muss ich das Foto machen. Ja, hier ist scheinbar los zu sein. Oder auch nicht. Hä?
Oh, guckt euch das mal an. Wie cool. Ich glaube, dass das die Nachtshow ist. Also in der Nacht laufen hier andere Shows wie am Tag anscheinend. Am Tag, das sind ja in allen drei Zelten Shows. Und jetzt, oh, guckt euch das mal an. Wie cool. Die Bühne ist irgendwie... Ah, oh, da sind irgendwie noch mehr Zuschauer, habe ich das Gefühl. Haha!
Erinnerungsfotos gemacht. Ja, ich bin immer noch auf dem Konzert. Es ist richtig cool. Es ist richtig cool. Ich hab schon ein paar Mal gesagt. Unter der Bühne. Ich hab schon ein paar Mal gesagt, aber ich glaube, es ist das Beste für die Bühne aller Zeiten. Das Beste. Das ist Wahnsinn. Das Spiel ist eigentlich immer gut. Immer. Aber. Ich begebe mich jetzt mal zum Dreikampf und werde ein paar knackige Dreikampfrunden spielen und dann zum Schluss nochmal jedes Konzert gönnen. Dann ist das ein tolles Video nochmal. Und los geht's. So, hier hat sich nichts geändert. Halt. So. So, wir machen erstmal einen ganz normalen Kampf. Ein ganz normales Battle. Machen wir mal die Dusche an. Und los geht's. So, ich hoffe, das Mikrofon fällt mir jetzt gleich runter. Wir spielen die Vergangenheit. Gegenwart, gegen Vergangenheit. Kaio. Grand Festival. Gibt's auch den Grand Festival Loop? Trotzdem verstanden, das Grand Festival. Habe ich den Hammer jetzt? Habe ich den jetzt weg? Was ist denn der Fußballspiel? Wie der heißt. Das war knapp. Fußless. Guter Drache. Das ist da oben sein. Ja.
toll. Ah, oh, das ist schon aber was. Ja, mal wieder. Oh, oh, ich bin schon wieder da. Reden. Wieder der Kleine. Mir fällt auf, dass ich das von dem gleichen habe ich das wahrscheinlich weiß niemand, dass wir die Stelle sind. Und das als Aufgabe haben. Da war es wieder der gleiche, natürlich. Wieder der gleiche. Ja, okay. Nicht nochmal. So, Schwamm hoch. So, Schwamm drüber. Ah, schon wieder! Schon wieder Tuglitz. Ja, das war ein Kack. Oh, die Kappe, das ist ein Kack. Ah, das spielen wir so. Oh, das spielt auch so. Kack. So, mein Spiel ist nicht mehr der Weg. Das ist nicht mehr. So, wie passt der so? Schlägt aus, schlägt aus. Nein. Nein, 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 nein. Nein. Ah! Kommt keiner vorbei, das hat der Navi ist die Minute auf dem Captain Nemo ist Raumschiff. Raumschiff. Toll. Ich hab den Wind. Aus, ich hab ihn. Ich hab's geschafft. Ja, das ist na, toll. Ich gehe davon aus, wenn denen ihre Banner alle gleich aussehen, das ist wirklich ein eingespieltes Team gewesen. Ja. Wem? Anscheinend ein Mädels-Team. Naja, fast. Ach, keine Ahnung. Ist mir auch egal. Ich habe die 1000 geschafft, das war's schon. Ja. So. Will ich schon gewinnen, bevor ich ins Dreifarben-Dings gehe. Oh, beim Einfahren auch nicht schlecht. Der Olli war in unserem Team. Okay. Da ist er ja. Der Olli. Was kommt nächste Woche bei Schlefatz? Olli? Und wo ist der Peter? Toll, er redet mit mir. Naja, egal. So, zack, damit. Mensch, wie die Dusche da hinhängt. Sag mal. Da macht ihr die Tasse, die er machen soll. Aha. Es geht doch. Kobalt. Kobalt, ja. Das besondere Element. Die Vogelwaldpiste. Vogelwaldpiste ist interessant, weil es die Mitte und die Mitte sich erobert. Und ich sofort. Ich konnte die Wolke gleich so absetzen. Matei! Eier ziemlich cool gut im Abwehr. Ziemlich cool gut im Abwehr. Sehr kurzlebig. Ja. Ist einmal. Ja.
Das ist das, was mich ein bisschen aufregt. Man ist gerade dabei und dann wird das nur mit angegriffen. Dich habe ich noch gekriegt. Yuki mir ja. So. Nicht gut rein. Nicht jetzt die Mitte sichern, Leute. Ja. Noch einer. So, zack. Und weg. Nein, nein. Fünfmal drauf gedrückt, bis der endlich mal Ruhe gegeben hat. Ja. Oh, ja, ja, ja. Jawoll. Haha, gescorcht. Und ordentlich Medaillen. Revier gefärbt und so weiter. Quatsch. Und natürlich die Lieblingshose. Jetzt gehen wir rein in die Dreifach-Matches. Die Musik hier, die mag ich. Also, ich brauche unbedingt wieder eine CD. Eine Splatoon Soundtrack CD. Ach, wir machen noch eine Runde. Knackige drei Runden. Das ist einfach Gesetz hier auf dem Kanal. Irgendwas zu bedeuten hat, aber das hier, das Grüne hier, der Feuerlöwe. Was hat das zu bedeuten? Vielleicht überhaupt nichts. Oder was ganz Wichtiges. So, oh, nochmal gegen. Gegen das Zukunft. Der kriegt mich. Diese Sniper. Thank you.
Ehrlich, das Mikrofon ist schon gestellt. Aufgefressen wie in Langoliers. Ja. Ich spiele drei Farben immer so, ich darf einfach sein. Thank you.
bekomme auch noch Applaus. Was für eine Arena. Ja, von egalen Fans. Das ist mir völlig egal. Nee. CDs kaufen. Ich weiß, es kann man alles heute runterladen und streamen und auf YouTube hast du gesehen. Aber ich brauche unbedingt mehr Splatoon-Merch. Ich bin, wenn ich ehrlich bin, ich bin viel zu geizig, mal wieder Amiibos zu kaufen und so. Die funktionieren auch meine neuen Controller irgendwie gar nicht mehr, habe ich festgestellt. Aber ich muss mich da irgendwie wieder drum kümmern. Das jawohl, und der Kampf geht los. Ist es immer auf der Seite? Keine Ahnung, ob ich gewonnen habe.
viel Orange, aber... Yes! Jetzt habe ich vergessen, ein Foto zu machen. Ah, ist egal. Ist egal. Lass es mal so stehen. Aber hey, coole Musik. Also mich würde wirklich interessieren, wie gesagt, ich war ja nicht auf der Gamescon, ich glaube auf der Comic-Con, ist es manchmal auch so, oder auf der Unmatched, dass auch von Games was ist und zu Splatoon. Yeah.
es beginnt. Bald ist es erreicht.
Ist nicht dein Ernst. Ja.
und jubelt. Jubelt, rubelt. Oh. Und ich bin Ultimate-Fan. Eine Runde noch als Ultimate-Fan. Eine Runde noch als Ultimate-Fan. Abschluss nochmal
Festival zurück und werde mich von dort verabschieden. Das ist so schön.
schon mal. Ich werde jetzt noch ein bisschen hier das Konzert zeigen und dann sage ich, ich hoffe, ihr habt eine schöne Woche und ein schönes Wochenende oder was auch immer, wann ihr das Video überhaupt gerade anguckt. Ich hatte ein sehr wildes Wochenende, war sehr viel los und ja, bleibt neugierig, kippt Supernova over and out. Und ich dance jetzt noch ein bisschen, ja?